Hallo zusammen. In einem herzzerreißenden Bild, das von einem trauernden Vater auf Facebook geteilt wurde, tröstete ein 6-jähriger Junge seine sterbende kleine Schwester, bei der zuvor ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert worden war. Der 6-jährige Jackson Suter verabschiedete sich von seiner Schwester Adeline Suter, die im vergangenen Juni verstorben war, und hielt ihre Hand bis zum Ende. Der Vater der Kinder, Matt Suter, hielt den herzzerreißenden Moment fest und teilte ihn auf Facebook. Ein kleiner Junge sollte nicht Abschied nehmen müssen von seiner Spielkameradin, seiner Komplizin, seiner besten Freundin und seiner kleinen Schwester, schrieb er. Das sollte nicht passieren. Doch das ist die kaputte Welt, in der wir leben. Jacksons Verhalten war nicht überraschend, erzählte sein Vater. Er war der beste große Bruder und hat sich immer sehr gut um sie gekümmert. Er ist nach wie vor ein glücklicher kleiner Junge, aber er vermisst sie sehr. Adeline, von der Familie liebevoll Eddie genannt, wurde 2016 mit einem diffusen, intranistischen Pontinum Glium diagnostiziert, nachdem Ärzte einen Tumor gefunden hatten, der am Hirnstamm des kleinen Mädchens wuchs. Obwohl die Ärzte sagten, dass Adeline nur noch wenige Monate zu leben habe, übertraf die Vierjährige die Erwartungen aller, als ihre Tumore zu schrumpfen begannen. Im Jahr 2018, ein Monat vor Adelines Tod, äußerte sich der Vater, dass ihr bisheriges Überleben einfach unglaublich sei, aber er wisse, dass ihre Zeit weglaufe. Wir tun alles, was wir können, um das Ergebnis zu ändern, doch wir können nicht mehr erwarten, dass wir diesen Kampf gewinnen, sagte er damals. Sie kann nicht mehr ohne Schwierigkeiten essen oder schlucken, sie schläft die meiste Zeit und sie wurde nun in die stationäre Behandlung aufgenommen. Adeline verstarb am nächsten Morgen, 18 Monate nach ihrer ersten Diagnose. Sie ging von diesem Leben in das nächste über, so wie sie es gelebt hatte. Am Ende hatte sie keine Schmerzen, schrieb der trauernde Vater des Mädchens in einem Facebook-Post. Für diejenigen, die sich von ihr verabschieden wollten, tut es mir leid. Das alles ging so viel schneller, als wir es erwartet hatten, aber das ist eigentlich schon dann ein Segen, weil sie am Ende so wenig gelitten hat. Weiter sagt er, wir vermissen sie schrecklich, doch wir können jetzt zur Ruhe kommen, denn wir wissen, dass wir alles getan haben, um ihr zu helfen und dass sie keine Schmerzen mehr hat. Und fügte hinzu, es ist nur ein kurzer Abschied, wir werden sie eines Tages wiedersehen. Ein Jahr nach dem Tod setzt sich die Familie nach wie vor mit dem Verlust ihrer Tochter auseinander. Es ist ein Jahr her, dass unser kleines Mädchen nach Hause gegangen ist, schrieb Matt auf Facebook zum Gedenken an Adeline. 365 Tage vermissten wir ihr Lächeln, ihr Lachen, ihren Geruch, alles an ihr. Im letzten Jahr ist viel passiert, ohne dass sie hier war. Wir sind umgezogen, wieder hat sie einen kleinen Bruder bekommen, wir haben neue Orte besucht und haben neue Dinge getan. Sie hätte dieses Jahr in die Vorschule gehen können. Sie hätte ein weiteres Jahr Awana in der Kirche absolvieren können. Sie hätte die letzten 3 Monate damit verbringen sollen, sich um ihren kleinen Bruder zu kümmern und ihn zu lieben. Wir vermissen dich so sehr, mein kleines Mädchen. Wir wissen, dass wir dich wiedersehen werden, aber wir vermissen dich so sehr. Obwohl Eddies Familie immer noch sehr um sie trauert, befinden sie sich auf einem guten Weg, mit dem Verlust fertig zu werden. Liebe überwindet alles. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.